So, weiter geht's bei FIFA 18 mit Alex Hunter. Und mal schauen, was jetzt. Wir haben drei neue Sachen. Outfits sind bestimmt. Keine Schuhe diesmal. Okay, hier haben wir was Neues. Was ist es denn? Das hier ziehe ich aber nicht an. Nein. Aussehen. Wir haben am rechten Arm etwas. Das hier. Das sieht man fast gar nicht. Nee. Weg damit. Und wir haben beim Trikot. Ah, genau, hier waren die Schuhe. Was haben wir da? Ich ziehe einfach immer die neuesten Schuhe an, dann haben wir wenigstens mal so ziemlich alle durch. Was schreiben Sie denn so? Mr. Alex Hunter von Jim Hunter. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Hä? Okay. Weiß jetzt zwar nicht, was er meint. Wow, Mr. Alex Hunter geht zu meinem Team. Ich habe West Brom gegen die MLS All-Stars erlebt, als ich in Chicago war, okay. Und tschüss, at Mr. Alex Hunter, viel Spaß in der MSL. Wir machen. Nein, da wollte ich nicht hin. Wir machen weiter. Was hat Walker? Was? Hä? Hier stand doch. Wartet mal. Da. At Mr. Alex Hunter, at The William. Feiert sein Pri. Ja. Echt ein guter Witz. Na gut. Training. Was dürfen wir heute trainieren? Was wird es sein? Ihr seid hoffentlich alle fit und bereit loszulegen. Denn heute geht's ans Eingemachte. Okay. Heute geht es um die Standardsituationen. Seid klug. Überrascht die Abwehr und holt euch eure Chancen. Wisst ihr, woran mich der Typ, also die Stimme von dem Typ erinnert? Ich weiß nicht, wie der heißt, der spricht, aber die erinnert mich an die deutsche Stimme von Alter, wie hieß der Film jetzt? An irgendeinen Schauspieler, ich weiß halt gerade den Film nicht. An irgendeinen italienischen Schauspieler, also was Italien? Also an irgendeinen Schauspieler, ich komme gerade nicht drauf, aber naja. Egal. Er erinnert mich an irgendeinen. Tor. Ah, kein Tor. Oha. Vielleicht mal den da hinten. Da ungefähr. So, dahin. Wieder nicht getroffen. Machen wir nochmal. Oh komm, wir machen es nicht nur, weil es egal. So, jetzt Freistöße. Nee, Elfmeterschießen. Oha. Okay, der war zwar drin, aber. Der war daneben. Eieiei. Dong. Oh. Ran, ran, ran. Nein, wir sind hier nicht bei ran, ran, ran. Wieder nicht, ey. Okay, der hat leider auch nicht getroffen. Eieieiei. Tor. Okay, machen wir das. Excellent. Weiter. War zwar nicht beides gut, aber. Also, es war zwar beides gut, aber ich weiß, exzellent macht nichts.
Einmal B, einmal A, passt soweit. Wir haben ein bisschen Ruhe dazu bekommen. Okay, das war's für heute. Denkt an eure Ausruhphasen. Und wir haben uns den Startelfplatz gesichert. Mann, wenn dir das gefällt, sieh dir das an. Oh, wow! Ich sag's dir, Mann, die Hütte ist echt krass. Hier gibt's 4 Bäder. Und die kommen mit vergoldeten Klobrillen, oder was? Klar doch. Sag mal, wie läuft's denn so bei dir in der Premier League? Alles so, wie du es dir erhofft hast? Ach, weißt du, aller Anfang ist immer schwer. Ich muss auf deiner alten Position spielen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Glaube ich dir gerne. Das hier ist auch eine komplett andere Welt. Ach, hat dein Dad dir schon den Hollywood-Schriftzug gezeigt? Und hast du schon ein bisschen Botox im Gesicht? Keine Zeit, Mann. Nein, aber mal unter uns, Mann. Ich hatte ja keine Ahnung, wie viel man in der MLS reisen muss. Das Land ist echt riesig. Ja, klar. An den Reisen Komm schon, liegt's. Mann. Das war doch nur eine Ausnahme. Ich habe alles im Fernsehen gesehen. Oh. Hey Mann, ich rufe dich gleich zurück, okay? Wieso? Thierry Henry? Oh, im Ernst jetzt? Okay, bin schon weg, Ich bin ruf schon dich weg. zurück, okay? Jo. Alex. Ja, wie geht's, Mann? How is it going? Ja, gut. Ich chill gerade. Okay. Okay. So. Wir haben schon wieder was Neues. Ein Adidas-Shirt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Nee, schon wieder neues. Die hier? Na gut. Mit der einen haben wir das Training gemacht, dann können wir mit denen ja nicht das Spiel machen, ne? Gucken wir noch schnell, was die hier so schreiben. Du bist in der Mannschaft. Mr. X Hunter, da gehörst du hin. Mr. X Hunter in der Mannschaft. Das ist ein echter Vollblutkicker. Hoffentlich auch ein echter Vollblutknipser, okay. Hey, Mr. Alexander. Hey, Mr. Alexander weiß, was er. Ach so, Mr. X, er weiß, was er macht. Punkt aus. Gebt dem Kerl Zeit. Okay. Nein. Wir wollen das nächste Spiel spielen. Von Anfang an, bitte. Wir wollen von Anfang an spielen und ich will gern. Ja, wir sind der Starter, perfekt. Und vorne drin, so gehört sich das. Ich will wissen, wer das Mädchen war. Ich hoffe, da kommt noch irgendeine Erklärung zu. Ich will wissen, wer das war, die da einfach so reinkommt. Sie hat Kontakte und sowas. Hallo? Wer war das? Das werden wir irgendwann bestimmt noch rausfinden. Ich Hallo, hoffe herzlich es. willkommen, mein Name ist Wolf Fuß. Ich darf Sie zu diesem Spiel begrüßen. Und Aber auch von meiner jetzt. Seite, hallo, ich bin Frank Buschmann und wir freuen uns auf ein packendes Spiel. Die heutige Begegnung heißt Seattle Sounders gegen LA Galaxy. Wir sind Siebter, sind wir. Wo ist Seattle Sounders? Ich habe sie jetzt nicht gesehen. Spieler im Fokus, wir. 5 Tore in den letzten 3 Spielen. Also Hunter im Fokus, ne? Also wenn die auflaufen, dann weißt du, was du bekommst. Das wird ein intensives Spiel, Buschi. Okay. Ja, Wolf, weil sie natürlich immer wieder über das Pressing kommen, weil sie dem Gegner auf den Füßen stehen, weil sie ihm keine Luft zum Atmen geben. Was ist das? 4. Ein 4-2 ist das. Ne, was ist das? Ist das 4-4? Hä? Moment. 4? Ach, keine Ahnung. 4-2-2-1-1. Oh, 4-2. Ne, 4-2-3-1 muss das gewesen sein. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Sie treten hier heute im 4-4-2 an. Vorne also gleich zwei Stürmer. Ja, und die müssen Sie Ach in so, Szene ja gut, setzen. dann ist es bei Werden denen auch ein Sie auf einer 4-4-2 guten gewesen. Grundordnung dann mit zwei Viererketten herausversuchen. Zardes. Zardes ist doch der mit den blonden Haaren, richtig, oder? 69.000 passen hier rein in CenturyLink Fields, wenn die Footballer des Seahawks spielen. Aber im Fußball sind es immerhin auch noch fast 40.000. Und gerade beim Football, Wolf, ist das hier
eins der lautesten Stadien der Welt. Hier wurden mal unfassbare 137 Dezibel gemessen. Im Ernst? Austin Bailiff ist der Schiedsrichter dieses Spiels. Ja, Victor Rodriguez. Jetzt ist der Ball weg nach dem Hackentrick. Ah! Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Wenn wir da direkt durchgekommen wären, das wäre genial gewesen. Aber es hat nicht sollen sein, noch nicht. Aber immer mit der Ruhe, Spiel ist ja noch jung. Komm, geh hin, danke. Jones. So. Oh. Komm, lauf. Ja. Torres. Der Ball. Schöne Aktion. Hallo? Jetzt gibt's hier Strafstoß. Und rot, rot. Verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Buschi. Keine Karte? Er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb. Das ist schon eine Überraschung. Was? Wie de- Dafür gibt's nicht mal Gelb, wie der da reingegangen ist. Hallo? Okay, nicht, wenn es nicht direkt rot gibt von mir aus, aber wenigstens eine gelbe Karte. Komm. Nein! Agent gehalten vom Torwart. Ja, und klar, ein bisschen Glück gehört da auch dazu. Hätten wir besser mal die andere Seite genommen. Das ist traurig. Victor Rodriguez. Er spielt den Pass zurück. Na, wir hatten ihn und dann. Komm, ja, nach vorne. Jawohl. Oh, hier ist Platz. Gewesen. Ja, komm. So. Hunter. Und jetzt die Chance. Dann machen wir es eben so. Frühes Tor, das wird interessant hier. Sind die falschen Fans. Komm, hör auf, Mann. Hör auf. Hör auf damit. Jones. Jones ist der mit den Rasterlocken. Und mit den Dreadlocks wohl eher. Für ihn dann keine Schwierigkeit. Zack, zurück. Er hat den da eiskalt weggetackelt und uns so den Weg freigemacht. Genial. Alex Hunter, 14. Minute, Tor. Klare Aussage, oder? Sehr, sehr schön. So ist das schön. Alonso. Wird's jetzt gefährlich? Den haben wir. Ja. Super dazwischen. Das war nicht optimal. Weiter mit dem Vorteil. Okay, da irgendwo war ein Foul. Gute Möglichkeit. Habe ich jetzt so selber nicht gesehen. Mal gucken, ob wir eine Wiederholung davon kriegen. Oder sieht nicht so aus, okay. Aber es ist vielleicht nur eine, so eine Kleinigkeit. Xbox. Hm. Oh. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Ball abgefälscht. Wer war's? Der mit den Rast. Nee. Doch, der Rasterkopf. Upp, weg mit dem Ball. Jetzt der Eckball. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion. Kann ich den direkt nach vorne werfen? Komm. Nein! Boah, wenn wir den direkt noch. Das wäre. Jones. Jones. Ach Gottchen. Das könnte gefährlich werden. Hallo? Das ist ein Foul. Gibt es jetzt eine gelbe Karte? Okay, der Schiedsrichter ist. Der lässt das Ganze ein bisschen lockerer laufen. Also, die Grätsche war alles andere als optimal. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Jetzt gibt's. Jetzt muss der Schiedsrichter immer noch kein Gelb. In der Mauer ermahnen. Sie haben den Abstand nicht eingehalten. Jetzt schießt er. Och. Da kommt er raus und hält den Ball. Schade. Schwache Aktion, Ballverlust. So, da haben wir ihn wieder. Da Mist! Da auf und geht dazwischen. Das
Alonso. Die Idee war gar nicht mal schlecht, aber hat nicht ganz funktioniert. Den haben wir. Gut gemacht, der hat den Ball erobert. Ach komm. Meine Pässe kommen mal wieder nicht durch. Victor Rodriguez. Ach. Alonso. Clint Dempsey am Ball. Das könnte die Chance werden. Hallo? Clint Dempsey! Nein! Ah, nein! Nein! Halt die! Du, nein! Was war das denn? Der stand doch direkt vorm Ball. Wie kann der da rein? Wie kann der Ball da reingehen? Der stand doch direkt davor. Was ist das denn? Ich will die Wiederholung. Ich will die Wiederholung sehen. Das gibt's doch gar nicht. Da siehst du natürlich. Was ist das denn? Na, durch die Beine durch. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Ashley Cole. Dos Santos. Jetzt könnte es gefährlich werden. Irgendwas singen die Fans. Alexander, der ist doch heiß. Jetzt wird es hier Eckball geben. Ich habe gerade mal ein bisschen auf den Fangesang gelauscht. Hoppala. Da kommt die Ecke. Ja! Tor! Jawohl. So ist das schön. Nach der Ecke ein Tor. Sehr, sehr schön. Ah, ärgerlich. Er fälscht den Ball ins eigene Tor ab. Aber Wolf, das kann passieren. Das muss er jetzt abschütteln und sich weiter konzentrieren. An den Arm geköpft, oder? Jo. Jetzt steht's hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Sehr, sehr schön. Und das ist der Ballverlust. Ja. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Das hat er schon wieder einfach gewechselt. Komm, ein weiter Wurf. Oha. Komm, hast du nicht. Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2 zu 1 der Pausenstand. Er hatte ihn nicht. Aber egal. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Ja, lief doch gar nicht mal so schlecht. Eigentor? Hä? Das zählte irgendwie als okay. Na gut. Weiter. Schön, wie du im Strafraum aufs Tor geschossen hast. Das nenne ich Torinstinkt, okay? LA führt hier bislang, liebe Zuschauer. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja. Jetzt müssen sie aufpassen. Und oh, jetzt ist der Ball geklärt. Das war nichts. Lodeiro. Hoppala. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Victor Rodriguez. Ja. Jups. Dos Santos. Ach komm. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Ja. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ah. Flanke jetzt. Schöne Hereingabe. Da fehlt okay, da war keiner. Einwurf LA Galaxy. Er geht raus. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Interessante Frisur. Also der gerade ausgewechselt wurde. Nicht der jetzt reinkam. Reinkommt. Jones. Alessandrini. Und Hunter. Ah. Es gibt Einwurf für LA.
Alessandrini. Och. Das macht er gut. Nein. Schade. Also. Da ist der Ball weg. Hat er nicht. Hat er doch. Ball geht nach außen. Könnte jetzt was werden. So. Jones. Hunter. Klasse Pass. Da müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Legends! Tor! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Sehr, sehr schön. Absolut verdienter Treffer, oder Buschi? Ja, definitiv. Sie tun einfach mehr. Schwupp, einfach rüber und dann rein damit. Dann muss ja irgendwann das Tor fallen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Schwupp. Sehr, sehr schön. Sebastian Legit. Wie steht's? Johnson geht raus. Und Pedro kommt ins Spiel. 3-1. Victor Rodriguez. Das könnte gefährlich werden. Nicht wirklich. Alessandrini. Ja. Ja. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Da leider gerade nicht drauf vorbeigekommen. Also. Egal, den hat. Jawohl. So. Klasse Zuspiel. Das sieht gut aus. Jetzt vielleicht. Dos Santos. Tor. Ein fantastisches Tor. Flach hat er den versenkt. Nichts zu machen für den Torhüter. Der Treffer hier auf kurzer Distanz, das ist dann am Ende kein Problem für ihn. So ist das schön. Aber irgendwie ist das gerade wieder... Ja, ich komme langsam wieder rein ins Spiel. Ein ganz starker Auftritt der Mannschaft. Sie spielen weiter nach vorne. Sehr schön. Hunter geht raus. Nein, Hunter geht nicht raus. Okay, das haben wir. Haben wir auch. Und das scheinen wir auch zu gewinnen. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Ja, steht 4-1. Evans. Dempsey. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das könnte die Chance werden. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und nun ein Schuss. Tor! Und Alexander macht ihn. Fünf zu eins, okay. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Schwupp. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Dempsey. Sehr, sehr schön. Und weiterspielen hat der Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Wo? Da kommt die Flanke. Das gibt eine gelbe Karte. Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Das, ja, das war klar. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Das war ein bisschen hart. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Jo. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Muss er auch. Szene geht weiter. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Giovanni Dos Santos. Ach komm. Der Konter wird abgefangen. Alonso. Und da ist der Ball wieder weg. Was? Ey. Er bekommt Hilfe. Da gewinnt er den Zweikampf. Schwupp. Alex Hunter. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Ach ja. Jung. Zick. So. Direkt zurück. Und Hunter. Jetzt ist er. Klasse. Gefährlich, immer noch. Hereingabe kommt an den Lauf. Das war grottig. Nach dieser Hereingabe. Die Flanke war ja
sowas von schlecht. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Das könnte eine Gelegenheit werden. Tolles Zuspiel. Und jetzt die Chance. Jawohl. Wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt wird sie auswechseln. Er hat ihn aber gehalten. Jetzt kommt die Ecke. Der Ball wurde gut weggepostet. Und jetzt ein Schuss. Das war die Chance, um den Rückstand zu verkürzen. Wow. Das war knapp. Ja, wie... Ach, ist eh gleich ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Das war eine einseitige Partie und diese Niederlage wird Ihnen richtig wehtun. Hunt hat 14. und 73. getroffen. Gerade dann dieses Duell, das schmerzt doppelt. Sehr, sehr schön. So freut mich das. Eieiei. Galaxy. Und da gehen sie alle vom Platz. Hunter. So, klasse Übersicht. Sehr, sehr schön. Und jetzt? Alex, Spieler des Tages. Riesenleistung heute von Ihnen. Ihr Kommentar zum Spiel? Unser Kommentar, ohne die Mitspieler hätte ich das nicht geschafft. Das ist unser Kommentar dazu. Naja, ich habe 10 tolle Mitspieler. Da ist der Spieler des Tages nicht wirklich verdient. Ausschlaggebend war also vor allem das Team? Ja. Absolut. Egal wie gut man ist, ein Spieler ist nur so gut wie sein Team, denn Fußball ist ein Teamsport. Im Ernst, beim Spieler des Tages geht es um die beste Mannschaft und nicht um einen Spieler. Vielen Dank für das Gespräch, Alex. Klar. Ja. Ist immer ganz im man kann so gut sein, wie man will, wenn kein gutes Team hat, ne? Bringt einem das auch nicht viel. So, Startelf 2600. Wir haben 2 Tore, also nochmal 1000 drauf. So ist das schön. Weiter, weiter. Okay, Freunde, würde ich sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir weiter und ich sage erstmal bis dann und ciao.